Ich freue mich, dass Sie und wir heute hier alle hier sind und ich freue mich besonders, dann auch meinen Vortrag mit Ihnen im Anschluss zu diskutieren. Ich möchte mit einer kurzen Überlegung des italienischen Philosophen Roberto Esposito beginnen, die er im März in einem Zeitungsbeitrag in der NZZ entwickelt hat. Roberto Esposito schreibt da: Müsste ich die wichtigste Aufgabe nennen, die sich uns in der Zeit des Coronavirus stellt, so würde ich auf die alte römische Formel vitam instituere, das Leben institutionell einrichten, zurückgreifen. Diese Formel geht zurück auf Demosthenes, einen der führenden Politiker der athenischen Polis im 4. vorchristlichen Jahrhundert. Jedes Mal, wenn das Leben vom Tod bedroht oder gar beherrscht wird, gilt unsere gemeinsame Anstrengung dem Versuch, es immer wieder neu einzurichten. Was ist nämlich das Leben, wenn nicht ein ununterbrochenes Einrichten, das Vermögen, immer wieder neue Bedeutungen zu schaffen? Das biologische Leben, geboren zu werden, führt uns in eine Welt, in eine gemeinschaftliche Welt, die eingerichtet ist durch kulturelle und symbolische Ordnungen. Mit diesem ersten Anfang, der Geburt, beginnt zugleich ein zweiter Anfang. Das Leben in sozialen, in gemeinschaftlichen Kontexten mit Beziehungen und Bindungen, die gestaltet werden müssen. Nicht im Sinne eines sogenannten gesellschaftlichen Vertrages, sondern in ganz konkreten Situationen. Biologisches Leben, also dieser erste Anfang, ist immer schon ein gemeinschaftliches, weil wir aufeinander angewiesen sind mit diesem ersten Anfang. Wird biologisches Leben reduziert auf ein bloßes Überleben oder auf den Kollektivsingular das Leben, dann wird mit dem Sozialen auch das biologische Leben aufgegeben oder zumindest gefährdet, weil es seine Subsistenz in den Beziehungen und Bindungen verliert, weil es seinen Sinn, wozu überhaupt zu leben, verliert. Esposito setzt fort: Uns am Leben zu halten, ist unsere erste Aufgabe im tödlichen Kampf gegen dieses Virus. Zugleich sind wir aber dazu angehalten, nach und zusammen mit dem ersten auch das zweite Leben zu verteidigen, das institutionell eingerichtete Leben, das als solches wiederum instituiert, also imstande ist, neue Bedeutungen hervorzubringen. In dem Augenblick, in dem wir selbstverständlich alles unternehmen, um uns am Leben zu halten, dürfen wir also nicht auf das andere Leben, das Leben mit den anderen, für die anderen und durch die anderen verzichten. Die Corona-Krise ließe sich vor der Folie eines Drehbuches lesen, das wir von der Kommunikation anderer Ereignisse kennen, wo metaphorisch inflationär von Ansteckung, viral und unkontrolliert gesprochen wird. Ansteckung, bei der Fremdes eindringt in unsere Ordnung, unsere Systeme, unser Land, unsere Körper. Terrorismus, Flüchtlinge, Waren, Viren elektronischer und auch biologischer Art. Ein Körper, biologisch, sozial, kulturell, politisch, ökonomisch verstanden, der bislang fest umrissen, integer erschien, wird konfrontiert mit einer unbestimmten Gefahr von außen. Die Bedrohung in der Rede von Ansteckung suggeriert eine Grenze, die in der Ansteckung nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Die eigene Ordnung, eine für sicher gehaltene Identität, wird von Fremden kontaminiert und dies ist nicht mehr unter Kontrolle, sondern die Gefahrensituation wird unbestimmt und scheint unaufhaltsam, wenn wir uns, unser eigenes, nicht immunisieren. Das Risiko, das eigene zu verlieren, das in der Rhetorik dann als eine gemeinsame Identität hochgehalten wird, führt zu Abwehrversuchen des Immunen. Immunität bedeutet Freiheit von etwas. Mögen dies Krankheit, Strafverfolgung und Gerichtsbarkeit oder die Zugänglichkeit für Kritik hinsichtlich Immunisierungsstrategien sein. Es bedeutet, frei zu sein von Lasten, die andere tragen müssen. Der Begriff munus oder Plural munera bedeutet Amt mit dem Bedeutungsspielraum von Aufgabe, Last oder Pflicht, einer Gabe, die ich schulde oder opfern muss. Munera, nun der Plural, ist ein Dienst für die Allgemeinheit. Immun bin ich, wenn mir dieser erlassen wird, ich von dieser Verpflichtung befreit bin.
Immunität ist ein Privileg. Nicht jeder genießt sie. Nur der Politiker, wenn sie ihm nicht entzogen wird, der Diplomat oder der Ideologe, aber nicht alle anderen außerhalb dieses illustren Kreises. Immun ist derjenige, der frei von den Pflichten ist, die andere leisten müssen. Und noch einmal Esposito, der verschiedene wortgeschichtliche Entwicklungen dieses Begriffs in den beiden Büchern, die ich unten hier noch aufgeführt habe, nachzeichnet. Immunität schützt ein Privileg, das jemand zu eigen ist. Immunität schützt seine, ihre, unsere Integrität und Identität gegen eine Ansteckung und Kontaminierung durch Schädliches, Fremdes, Feindliches. Durch die Immunität hebt sich das eigene gerade von einem diffusen anderen ab, erhält eine Sonderstellung. Nun ist das Munus auch Bestandteil von Communitas, dasjenige oder diejenigen, denen Dienst, Amt, eine Aufgabe, Last oder Pflicht, eine Verpflichtung, ein gemeinsames ist. Mitglieder einer Communitas schulden sich diese Pflichten, schulden sich gegenseitig etwas. Wer immun ist, verweigert sich gerade dieser Verpflichtung für ein Gemeinsames, nimmt sein eigenes aus dem Gemeinsamen heraus. Ich möchte an dieser Stelle nicht die Frage weitertreiben, wie die Rede von Herdenimmunität dieses Konzept zu konterkarieren scheint. Eine Anmerkung wäre, was der Herde angesichts einer nächsten Krise wohl widerfahren würde. Ich möchte auch nicht hier weiter ausdiskutieren, wie die Suche nach oder der Wettlauf um einen Impfstoff politisch und wirtschaftlich gerade die Immunisierung eines kleineren Teils der Weltbevölkerung gegen einen unbestimmt bleibenden, viel größeren befördern könnte. Hier geht es heute um die Frage, wie, wenn Gemeinschaft, also die Communitas, die Folie ist, vor der sich Immunität erst abheben kann, wie wir dann womöglich zu einem Verständnis von Gemeinsamem kommen könnten, das nicht einfach eine partikulare, exklusive, elitäre Identität bedeutet. Zu einem Verständnis von Gemeinsamem, das sich gerade einer Besitz- oder Identitätslogik entzieht, weil es da anfängt, wo das eigene aufhört, weil es niemandem und damit allen gehört. Ein Gemeinsames also, das kein Haben ist, sondern eine Schuld, etwas, das wir geben müssen, was bestimmt wird von den Bedürfnissen anderer. Kurz, wie gewinnen wir ein Verständnis von diesem Cum in Communitas? Wäre dieses erste Verständnis dann vielleicht auch der erste Schritt zu einem Sinn für dieses Gemeinsame, zu einem Gemeinsinn? In den vergangenen Wochen ist viel von Solidarität und Mitgefühl gesprochen worden. Ich habe exemplarisch eine Anzeige hier von Girocard herausgegriffen. Girocard hat eine eigene Infas-Studie in Auftrag gegeben, wie die Bereitschaft zum kontaktlosen Bezahlen sich in der Krise entwickelt hat und warum die Leute das tun. Und unter anderem war davon die Rede, dass das aus Mitgefühl vor den KassiererInnen ist. Daraus wurde dann die Anzeige Infas-Studie beweist großes Mitgefühl in Corona-Krise. Der Papst ruft zum Mitgefühl mit den Alten und Kranken auf, die Angst vor dem einsamen Sterben in der Isolation haben. Oder Stefan Pusch, der Landrat des Landkreises Heinsberg, in einem SZ-Interview am 27.03. Mitgefühl ist unser einziges Medikament. Was heißt denn aber Mitgefühl? Ist Mitgefühl tatsächlich so selbstlos, wie es scheint, wie es uns suggeriert wird, weil wir uns empathisch in andere hineinversetzen? Gibt es nicht uns selbst zuallererst ein gutes Gefühl, weil wir eben oben auf den Balkonen stehen und Mitgefühl mit dem Dank an diejenigen, die eben auf systemrelevanter Arbeit sind, dort oben auf den Balkonen inszenieren? Diese Art von Dankbarkeit kostet uns nichts. Vielmehr zeigt sie eher noch stärker die Unterschiede, eben unsere Immunität, nicht diese unterbezahlten Dienste leisten zu müssen. Kann und wie kann Mitgefühl, Empathie eingesetzt werden, um uns nicht nur in andere hineinzuversetzen, dabei aber doch
nur in unserer eigenen kleinen Welt zu bleiben? Wie könnte Empathie eingesetzt werden, um etwas miteinander gemein zu haben? Die Frage ist also, ob Empathie gemeinschaftsstiftend ist, gemeinschaftsstiftend sein kann, ob sich aus ihr allein ein Gemeinsam bilden könnte. Empathie jedoch, sich in andere hineinversetzen zu können, ist selbst erst einmal moralisch neutral. Es gibt den empathischen Stalker oder Folterer, der um die Befindlichkeit seiner Opfer sehr wohl weiß und ihre Angst, ihre verletzlichen Stellen antizipiert, um sie zu quälen. Wir können andererseits unsere eigene Befindlichkeit auf andere projizieren, unsere eigenen Wünsche und Ängste oder aber auch einfach ganz egoistische Interessen, um sie zu lenken. Es gibt Empathie aus Selbstzweck. Ich genieße dann mein eigenes Mitleiden mit anderen, fühle mich besser, weil ich sie so gut verstehe. Empathisch kann ich Partei für die eine gegen den anderen ergreifen. Bin ich damit aber immer schon auf der moralisch richtigen Seite? Fritz Breithaupt, der sich als Literaturwissenschaftler und auch mit Perspektiven auf die Kognitions- und Sozialwissenschaften mit Empathie beschäftigt hat, beschreibt Empathie folgendermaßen. Empathie besteht im Miterleben mit einem anderen, wobei sich der empathische Beobachter in die Situation des anderen versetzt sieht und diese Situation zumindest mit einem minimalen Aspekt von Selbstinteresse aus der Perspektive des anderen betrachtet sowie emotional erlebt. Empathie führt nicht notwendig zu einem Einsetzen für den anderen. Empathie setzt eine gewisse Distanz voraus, ist eine ästhetische Perspektive, wie Breithaupt dies weiter ausführt. Der empathische Beobachter hat einen ästhetischen Vorteil, denn wir können uns in die Haut des anderen versetzen, weil seine oder ihre Situation uns als klar erscheint. Oder anders formuliert, man hat Empathie, weil man die Situation des anderen ästhetisieren und damit klären kann. Die Klarheit einer menschlichen Situation, die uns bei uns selbst meist abgeht, verdankt sich einem Medium, nämlich einem anderen Wesen als Medium der Erfahrung. Ich ordne die Situation, in die ich mich einfühle und die ich eben nicht unmittelbar erlebe, sondern beschreibe und entwickle mögliche Szenarien, wie es in dieser Situation weitergehen könnte. Bespiele diese Situation und bewerte sie auch unter Umständen. Das mag durchaus in einer emotionalen Stellungnahme sein, aber diese Stellungnahme beruht nicht zuletzt darin, dass ich die empathische Situation in meinen Vorstellungen ausschmücke, sie inszeniere oder sie erzähle. Und gerade auf dieses narrative Moment möchte ich dann zum Ende meines Vortrages noch einmal zurückkommen. Dieses Inszenieren kann zum einen mit Angst oder mit Sorge verbunden sein. Mir könnte es ebenso schlecht ergehen wie dem oder der anderen. Auch daraus können Abwehrhaltungen resultieren. Ich sorge mich um mich. Natürlich kann diese emotionale Stellungnahme auch mit Wertschätzung für den Empathieträger verbunden sein, den man zum Beispiel als Helden wertschätzt, weil er etwas leistet, was man selber nicht machen kann oder will. Und auch hier zeigt sich, um Empathie zu empfinden, braucht es eine zumindest minimale Distanz, die motiviert, mich in andere hineinzuversetzen, mich für sie zu interessieren. Was wir vielfach in den letzten Wochen erfahren haben, ist, dass es Empathie gibt, die doch irgendwie einen schalen Beigeschmack hat, irgendwie falsch wirkt. Und zwar deswegen, weil Empathie immunisiert. Was wäre denn womöglich eine moralische Dimension der Empathie? Tätige Sorge, um andere zu haben. Das kann durch Empathie motiviert sein, aber eben auch durch das Gefühl, sich schuldig zu machen, wenn man nicht handelt. Es kann das Gefühl sein, Verantwortung oder gar Verpflichtung übernehmen zu müssen. Meine Frage ist, ob wir nicht diese Dimension der Verantwortung brauchen. Eine Überzeugung von Solidarität und von einem Gemeinsinn, eine Überzeugung von Werten, aus denen heraus wir mit und für andere handeln und deswegen dann durchaus in dieser ästhetischen Haltung, ästhetischen Distanz auch andere
noch einmal eigens und neu wahrnehmen, vielleicht auch gerade die anderen, die wir übersehen haben, aber für die wir dann auch eine Verantwortung erfahren. Gibt es sozusagen eine empathische Urteilsinstanz, die nicht einfach nur ein ästhetisches Gefühl verbreitet, sondern mich auch zu einem Handeln motiviert, mich sogar zu einem Handeln drängt? Gibt es so etwas wie einen Gemeinsinn, der sowohl ästhetisches Gespür als auch begründete Werte und Sinnüberzeugungen trägt? Über welches Gemeinsame des Sinns reden wir? Ein Gemeinsames, das nicht immunisiert und nur das eigene, das Private stärkt? Ein Sinn, der anders als die Immunisierungsstrategien mit dem und den Fremden umgeht? Ein Sinn, der nicht Grenzen zieht oder hochzieht, verstärkt, sondern über Grenzen geht, sich aussetzt, auch gegenüber denjenigen, die wir noch gar nicht kennen, denjenigen, was wir nicht wissen, dem nicht auskennen in der Krisensituation. Ich möchte zunächst kurz darauf eingehen, wie einige geläufige psychologische Modelle von Empathie dieses Thema des Fremdverstehens zu erklären versuchen. Welche Möglichkeiten sich hier bieten, die Ambivalenz des Einfühlens in Erfahrungswelten anderer verständlich machen. Diese Modelle des Fremdverstehens gehen von unterschiedlichen Grundannahmen hinsichtlich unseres alltäglichen Vorwissens aus. Selten radikalisieren sie jedoch methodologisch die Frage, wie sich unser Vorwissen dann in diesem Einfühlen nicht einfach nur selbst bestätigt, wie sich Vorwissen nicht einfach zum Vorurteil verfestigt, das sich immer wieder reproduziert. Wie werden wir überhaupt auf ein Nichtwissen in unserem Vorwissen aufmerksam, um es nicht einfach als Randbedingung, sondern eben gerade als Grundbedingung des Wissens und des Lernens zu konzeptualisieren? Wenn es uns zum Beispiel darum geht, einzugestehen, dass wir nicht mehr wirklich wissen, was unser Mitgefühl oder was das Gemeinsame bedeutet. Hier erschließen sich fremde Lebenswelten hinsichtlich unterschiedlicher Motive, dieses Verständnis handlungspraktisch aufzugreifen, dieses Verständnis vom Nichtwissen. Sei es dazu, diesen fremden, nicht betrachteten, teils marginalisierten Welten für ein gemeinsames Engagement Sicht und Hörbarkeit zu geben. Sei es dazu aber auch, dieses Verständnis sozialtechnologisch manipulativ zu nutzen. Empathie ist an Narrative geknüpft, wie ich eben das Leben von anderen erfahre, es mit meinem in Beziehung setze und auch gemeinsame Geschichten daraus entwickle. Empathie allein reicht dazu nicht aus. Was ich im weiteren Schritt zeigen möchte, nach dieser kurzen Vorstellung dieser psychologischen Modelle von Empathie, ist, dass wir über Empathie hinaus eine Praxis und auch eine eigene Ästhetik, eine eigene Sprache und Ethik des Erzählens entwerfen müssen, um solche Narrative gestalten zu können, die sowohl pluralen Identitäten unserer Gesellschaft Raum und Stimme geben, aber auch als eine Praxis, diese Narrative offen zu halten, um mit ihnen Ziele gemeinsamen Handelns zu entwerfen, um uns nicht nur zu immunisieren. Wie könnten wir Narrative, die komplexe Situationen, krisenhafte Situationen kennzeichnen, als offene Situation herausbilden, deren Verständnis immer auch eine Umdeutung eines faktisch Gegebenen verlangt? Eine solche Aufgabe für das gemeinsame Erzählungen zu finden und im Erzählen den Gemeinsinn, das möchte ich mit dem Philosophen und Phänomenologen Eugen Fink, der sich mit einer Bildungspraxis beschäftigt hat, die sich dem gemeinsamen Fragen, Beraten und Erzählen verschreibt, weiterentwickeln, um abschließend dann noch einige offene Fragen für unsere Diskussion, für unseren gemeinsamen Bildungsraum zu stellen. So zum Beispiel, worauf wir aufmerksam werden müssen, empathisch werden müssen, wenn es um Alternativen für Narrative der Immunitas geht. Eben Alternativen für eine Communitas. Ich komme jetzt zu dem ersten Teil, zu Theorien der prädikativen Empathie, die unser Vorwissen immer nur wieder bestätigen. Empathie
Die Einfühlung in einen anderen oder andere wird in einem herrschenden Theorieverständnis sowohl in den Kognitionswissenschaften als auch in der Philosophy of Mind über ein Simulations- oder Repräsentationsparadigma erklärt. Funktional zurückgebunden an unser neuronales System, das eine Stimmung des anderen, in den ich mich einfühlen möchte, für mich simuliert. Das heißt, mein emphatisches Gehirn bildet ähnliche Aktivierungsmuster wie das Gehirn desjenigen, den ich beobachte. Das gilt für Handlungen, Emotionen und auch Schmerzen. Man sollte das nicht verwechseln mit den Spiegelneuronen, die vor einigen Jahren, eigentlich schon 15 Jahren, durch die mediale Aufmerksamkeit wuselten. Diese Spiegelneuronen, die haben sich so langsam entzaubert, aber es geht hier um verschiedene Formen dieser Simulation oder Repräsentation von Gefühlen des anderen. Wenn ein Mensch beobachtet wird, der eine bestimmte Emotion zeigt, dann wird erwartet, dass auch der Beobachter die Gehirnareale aktiviert, die mit dieser Emotion verknüpft sind. Also dass hier durchaus ein aktives Moment, nicht einfach nur Spiegelneuronen, die feuern, da sind. Bei dieser Aktivierung von Gehirnarealen spricht man von einem Teilen, von einem Sharing des Affekts. Dies wird gerne auch als Perception-Action-Coupling, Perception-Action-Model oder auch Common Coding Theory bezeichnet. Das Verständnis von Empathie, das aus solchen empiriebasierten Ansätzen, die in bildgebenden Verfahren auch gezeigt werden, hervorgegangen ist, spricht von einer großen Ähnlichkeit zwischen der Gehirnaktivität von dem Handelnden und dem empathischen Beobachter. Empathie besteht also gerade in der Simulation bzw. dem Teilen der Gehirnaktivitäten des Beobachteten. Nicht als Empathie gelten jedoch intellektuelle Verstehensprozesse des Denkens oder Fühlens eines anderen. Das kann für Menschen gelten, die eine Situation bereits routiniert erleben, etwa Ärzte oder Helfer, und auch für eher rational kalkulierende Menschen. Für diese eher intellektuellen Verstehensprozesse des Denkens oder Fühlens des anderen greift ein anderer Ansatz, nämlich derjenige einer Theory of Mind, der sogenannten Theory oder auch der Simulation Theory, die alle erklären, wie wir Zugang zum anderen und schließlich sogar Kenntnis von anderen über Dritte, das heißt in komplexeren sozialen Situationen, haben. Die erstere, also die Theory, besagt grob, dass wir durch rationale Erwägungen, geordnete Überzeugungen, eben Theorien im Sinne von Folk Psychology, entweder schon besitzen oder aber im Laufe unserer Entwicklung mit wachsenden Erfahrungen erwerben. Wir schreiben entsprechend dieser Theorien anderen Menschen bestimmte Intentionen und Motive, die ihr Handeln verständlich machen, zu, wenn wir ihr Verhalten deuten. Wir wenden auf deren kognitives oder affektives System eine Theorie an, die wir habitualisiert abrufen, also nicht mehr weiter reflektiert zur Anwendung bringen. Die Simulation Theory besagt ebenso grob, dass wir Gedanken und Intentionen anderer simulieren in einem kognitiv-virtuellen Sinn, also die Rolle des anderen übernehmen oder vielmehr seines kognitiven Systems, das wir in unserem eigenen System repräsentieren. Dies wird gerne bezeichnet als putting ourselves in the other's shoes, worauf dann eine Simulationsroutine abläuft, wo observing what other people do or feel is transformed into an inner representation of what we should do or feel in a similar endogenously produced situation. Beides Mal geht es um das Erklären und das Voraussagen individuellen, aber auch kollektiven Verhaltens, um die Kontrolle und Steuerung komplexer Prozesse, deren Ablauf zumindest mit großer Wahrscheinlichkeit schon festgeschrieben, das heißt geschlossen scheint. So gehen die Theorien zum einen von einem entweder theoretischen, also beobachtenden Verständnis aus, oder aber von einem handlungsgeleiteten Regelgefüge, mit dem sich Situationen erschließen und bewältigen lassen. Die Adäquatheit dieses Verständnisses erweist sich gerade in seinem Erfolg. Das heißt,
dass Widerstände des Verstehens durch die Anwendung des Paradigmas vermieden, minimiert oder als bloße Randbedingungen eines unerwarteten Verhaltens anderer zu erklären gesucht werden. Solche Paradigmen für Empathie gehen jeweils von geschlossenen Systemen aus. Systemen, die wir schon kennen, auch wenn sie dann auf per se offene und unendliche interaktionale Strukturen zu übertragen gesucht werden. Wie jedoch die Übersetzung zwischen kognitiven Systemen einerseits und sinngenerierenden Prozessen andererseits bedeutet, zum Beispiel, dass jemand leidet, zornig ist, sich freut, wie dies stattfindet, diese Übersetzung, bleibt ungeklärt. Ein mimischer oder ein gestischer Ausdruck trägt nicht ein wie hinter einer Maske verborgenes, aber dabei bereits bestimmtes Inneres nach außen, was dann schlicht in seinem Face Value abgelesen werden könnte. Vielmehr erhalten im Ausdruck Emotionen erst Gestalt, werden in der Situation mit anderen sinnhaft erlebt und moduliert. Der Ausdruck bleibt offen für Deutungen in den Möglichkeiten, sich zu modifizieren. Gerade für eine gemeinsame Praxis, für gemeinsames Handeln, stellt sich das Problem des Empathischen anders als über ein Modell der schlichten Beobachtung oder nur der Fremdwahrnehmung. Wie verstehen wir Welt als mögliche, nicht nur als faktische, als offene, und zwar sowohl in der Zukunftsdimension als auch mit Blick in die Vergangenheit, wie frühere Krisen von unterschiedlichen AkteurInnen wahrgenommen wurden, wie anders mit ihnen hätte umgegangen werden können. Wo und wie werden wir gemeinsame Möglichkeiten für unser Handeln gewahr, die scheinbar faktische Normen des Umgangs mit bestimmten Situationen außer Kraft setzen? Gibt es eine Annäherung, dass etwas an der Welt, unserer Lebenswelt, zu dieser Offenheit einlädt, dazu einlädt, sie zu variieren, sie zu gestalten? Das Feld dieser Lebenswelt, dieser praktischen Welt, ist kein Feld des Vorstellens, sondern der Aktion. Hier begegnen wir nicht demjenigen, was ist, sondern dem, was noch nicht ist. Dieses Zitat stammt von Jan Patočka, einem tschechischen Philosophen, der zusammen mit Václav Havel und Jiří Hašek Sprecher der Charta 77 im Nachgang des Prager Frühlings wurde und sich hier für die Zivilgesellschaft eingesetzt hat. Das Erscheinungsfeld, so weiter, ist ein Entwurf jeder möglichen Begegnung mit dem, was ist. Als Entwurf einer möglichen Begegnung hat es natürlich Bezug zum Seienden, das in Möglichkeiten lebt, als Mögliches ist. Wenn wir von Möglichkeit und Freiheit sprechen, dann liegt Freiheit nicht im Entwurf der Möglichkeiten, sondern in der Verantwortung für die Aktion, darin, dass es nicht ein Prozess, ein passiv rezipiertes Geschehen ist, sondern eine Leistung ist, die ich dadurch erbringe, dass ich die Möglichkeit, die mich aus der Welt anspricht, als meine aufnehme oder abweise. Dies hier als kleine Charakterisierung, was diese Lebenswelt als ein praktisches Feld sein könnte. Und ich möchte jetzt auf dieses Feld, wo wir dem begegnen, was noch nicht ist, wechseln. Es ist das Feld von intergenerativen Beziehungen, wo unterschiedliche Generationen und Gruppen, Menschen einer Gemeinschaft zusammenkommen. Das ist mit einem phänomenologischen Philosophen argumentiert, der sich insbesondere um die Zugangsweisen zu sozialen Strukturen einer von uns gemeinsam geteilten Welt beschäftigt hat, das ist Eugen Fink, dasjenige Feld oder der Raum, der sich gerade im Bildungsgeschehen öffnet. Ein Feld oder ein Raum, worin wir uns orientieren müssen zwischen Vergangenheit, der Tradition und der Zukunft und wo wir uns, so Fink, gerade mit noch offenen Situationen, die wir erst einmal als krisenhafte erfahren, auseinandersetzen müssen. Wenn und weil wir die Erfahrung machen, dass wir mit unseren Erfahrungs- und Wissensvorräten aus der Tradition genau mit diesen neuen krisenhaften Erfahrungen, die auf ein noch nicht und ein nicht mehr verweisen, nicht beikommen können. Genau hier lässt uns die Fork Psychology im Stich und ebenso die Simulation. Fink bringt ein anderes Paradigma in Anschlag, nämlich die Frage und die Beratungsgemeinschaft,
die gemeinsam neue Handlungsmöglichkeiten imaginieren muss. Nicht einfach nur vorstellen, sondern auf ein Entscheiden und Handeln hin entwerfen muss, und zwar für uns alle. Bildung bedeutet hier immer auch Bildung von Gesellschaft. Im Hintergrund von Finks Überlegungen steht auch ein komplexeres Menschenbild. Wer wir eigentlich sind und sein wollen, wir, die wir uns als Gesellschaft bilden müssen. Und dieses komplexe Selbstverständnis ist immer schon geprägt von kulturellen, sozialen oder auch anderen Vorverständnissen und wird dabei aufgefordert, sich selbst reflexiv zu werden. Das ist dieses Bild, das Fink von diesem, ja, sich immer schon in Kontexten, sich immer schon in Communitas befindlichen Menschen zeichnet und was sich jetzt im Folgenden mit dieser Beratungs- und Fragegemeinschaft Ihnen vorstellen möchte. Bildung als Bildung von Gesellschaft, das wäre erst einmal die These. Finks zentraler Kritikpunkt an traditionellen Vorstellungen von einem Bildungssubjekt oder einer Akteurin, die lernt, ist die Begrifflichkeit von Individuum und Person, die dieses Individuum und Person als abgeschlossene Identität begreift. Oder als eine geschlossene Identität, die zudem noch Vernunft oder andere bestimmte abstrakte, erst einmal Eigenschaften zugeschrieben werden. Der Gedanke der Bildung hat dabei ein neues Subjekt noch gar nicht identifiziert und er kann es erst identifizieren, wenn er sich nicht mehr von diesen angestammten Kategorien leiten lässt und dabei ein Verständnis von Freiheit gegen diese bisherigen Traditionen, den Menschen oder eben auch das Bildungssubjekt zu sehen und zu beschreiben. Für Fink hat Bildung weder das Motiv noch das Ziel, eine im Individuum angelegte Harmonie zur Vervollkommnung dann eines Humanum zu bringen. Einem Humanum, das der Einzelne als Individuum repräsentiere. Finks Bildungsbegriff ist weniger ein an Inhalten oder gar an Kompetenzen orientierter Begriff, sondern Bildung ist für ihn eine Art Reflexionskategorie für die Gemeinschaft, der feststehende, fixe und auch als solche legitimierte Ideale, wohin denn Bildung gehen soll, abhanden gekommen, ja fragwürdig geworden ist. Finks Bildungsverständnis zielt auf die Bildung dieser Ziele selbst, das Entwerfen dieser Ziele angesichts dessen, dass sie nicht vorgegeben sind, sondern erst wieder neu geschöpft in ihrer Sinnhaftigkeit entworfen werden müssen. Lernen bedeutet hier für ihn einen Wandel unserer Aufmerksamkeit und unserer Haltung zu unserer Situation zu gewinnen, gerät unser gewohntes Wissen in eine Krise, wird es in Frage gestellt, wenn wir uns in einer Situation von Unbestimmtheit und Offenheit erfahren. Für Fink ist diese Situation der Unbestimmtheit und Offenheit eine Art anthropologische Grundsituation, auf die wir immer wieder zurückgeworfen werden müssen, wenn wir uns über unser Leben verständigen wollen. Er geht dabei aus von einer Fragmentiertheit des Menschen und einer unaufhebbaren Differenz in jeglicher Ordnung menschlicher Lebens- und Weltverhältnisse aus. Es sind gerade Fragmentiertheit und Differenz, die Quelle des Entwerfenkönnens gemeinsamer sozialer Strukturen sind. Finks Interesse für Bildung ist also ein kreatives, in dem sich Theorie und die Bruchlinien, gerade die Differenzen in der Praxis unseres Handelns, unserer Erfahrungen von Widerständigkeit, erhellen sollen. Da, wo Theorie an unseren Praxiserfahrungen scheitert, zeigen sich Grundfragen, Grundprobleme, Grundphänomene, deren Fragwürdigkeit zu einer praktischen Haltung eines Umgangs mit ihrer Problematik auffordert. Fink spricht von der Erkenntnisleistung davon, dass der Mensch sich nur fassen kann, wenn er zugleich alles, was ist, in den Blick nimmt. Er ist das Lebewesen, das die Welt verstehend bewohnt. Aber alles, was ist, können wir nie in einer Totalität in den Blick nehmen. Wir können es nie in dieser Totalität in gleichsam vor uns bringen. Wir stehen
dabei immer als endliche Wesen einer Unendlichkeit der Welt, dieser offenen Lebenswelt gegenüber. Für diesen Umgang mit dieser Offenheit müssen wir eine Haltung gewinnen, in Weltentwürfen, Weltmodellen, die immer ein- und ausschließen, die Grenzen ziehen. Verhalten können wir uns zu diesen Modellen, zu diesen Grenzen, indem wir entweder diese Modelle dann totalisieren, uns immunisieren oder sie aber in ihrer Vorläufigkeit, Kontingenz oder eben Fragmenthaftigkeit erfahren. Wie aber kommen wir gerade zu dieser zweiten Haltung, der Erfahrung der Kontingenz und Fragmenthaftigkeit von der Welt, wie wir sie erfahren? Wir erfahren uns stets in Orientierungsrahmen. Doch diese Welt ist auch, und hier beginnt ihre Komplexität, diese Welt ist auch das Medium des Erscheins von Menschen und Dingen. Das Medium, dass etwas entstehen kann, was noch nicht war. Silja Graupe hat in ihrem Vortrag neulich von dem sozialen Magma gesprochen. Welt, das ist jetzt eine ähnliche Konzeption, Welt ist das Medium des Erscheinens, was selbst als solches nicht einfach mehr zu objektivieren oder in den Blick zu nehmen ist. Welt ist nicht irgendein Ding in der Welt. Und als solche, als Nicht-Ding, wird sie uns nie gegenständlich. Sie bleibt unverfügbar, bleibt offen, bleibt unergründlich. Diese Differenz von uns, unseren Weltentwürfen, Weltmodellen, zu diesem offenen Raum, den wir trotz allem auch bewohnen, können wir erfahren. Und dies wiederum in zweierlei Hinsicht. Ich lasse hier jetzt einfach erst einmal dieses Zitat stehen und werde im Vortrag dann darauf zu sprechen kommen. Also diese Differenz des Endlichen zum Unendlichen oder zum Offenen lässt sich auf zweierlei Weisen erfahren. Und Eugen Fink versucht das mit so einer kleinen ideengeschichtlichen, geschichtsphilosophischen Hinführung auszuführen. Diese erste Hinsicht, die Differenz zu erfahren, verortet Fink als einen grundlegenden Zug unserer Neuzeit, des Zeitalters der Aufklärung und die daran anschließende Skepsis gegenüber überzeitlichen, ewigen Prinzipien und Begründungszusammenhängen. Der Mensch selbst erfährt sich als Bezugspunkt und Grund von Schöpfung und Gestaltung der Welt. Der Mensch wird Homo Deus. Fink nennt diese Erfahrung der allein in sich selbst gründenden Freiheit und Schöpferkraft des Menschen die entfesselte Produktion, die sich nicht mehr an Idealen einer traditionellen Technik orientiert, wo ein Ziel und Zweck unseres Entwerfens und Handelns immer schon vorgegeben war und dessen Erreichen einen Abschluss fand, dann in einem Werk. Was wir nun haben, ist ein sogenanntes inventorisches Ideal, ein erfundenes, ein imaginiertes Ideal, das wir selbst ins Sein, in die Verwirklichung führen, das heißt pro lucere führen müssen. Das ist die grundlegende Erfahrung von Freiheit, die die Neuzeit geprägt hat. Die zweite Hinsicht, wie wir diese Differenz von uns zu dem offenen Raum, den wir bewohnen, erfahren können und dann auch erfahren, beruht in der Verabsolutierung dieser Freiheitserfahrung. Selbst schöpfen, selbst etwas ins Sein, in die Wirklichkeit führen zu können. Das Produzieren wird dann zum Selbstzweck der Schöpferkraft des Menschen. Damit ziehen wir uns jedoch den Boden unseres Schöpfens unter den Füßen weg, missverstehen, negieren gar unsere Freiheit. Und mehr noch, wir vernichten die Welt als offenen und unergründlichen Raum und damit auch als Widerlager unserer Freiheit und der Produktion. Die Unendlichkeit der Welt als Bedingung der Möglichkeit unseres Entwerfen-Könnens und eben auch der positiven Erfahrung dieses Könnens gerinnt und verkehrt sich zu der Totalisierung unserer Selbstmächtigkeit. Wir sind maßlos oder aber das Maß von allem.
Die produzierte Welt verliert ihre Vielfalt an Qualitäten, an Unberechenbaren. Sie wird uniform, sie wird solipsistisch. Wir erkennen nur noch das, was wir geplant haben. Dass wir an traditionellen Sinnordnungen zu zweifeln begonnen haben, bedeutet allerdings nicht das Ende ihrer Wirkmächtigkeit. Das Ideal einer endlosen und selbstzweckhaften Produktion wird zu einem Gesamtziel, das uns nun vereint, zu einem anderen Art von Gemeinsinn, den wir allerdings immer stärker auf Einzelfragen, wie Dinge technisch anzugehen sind, zuspitzen. Dieser eigenartige Gemeinsinn wird zu einem Ideal, zur Ideologie, die sich immunisiert. Finks Analyse der sich entgrenzenden Dynamik menschlicher Produktion erschöpft sich allerdings nicht in der Kritik dieser immunisierenden Kultur, sondern vielmehr geht es ihm darum, diese Krise der Reflexionsstufe der menschlichen Freiheit wiederzugewinnen, neu zu besetzen, als Krise, in der wir uns selbst verständigen können darüber, wie denn ein gemeinsamer Sinn anders geschöpft werden könnte. In einer Sinnproduktion, die uns Welt allererst eröffnet. Fink lotet dies weiter aus in den Institutionen der Beratungs- und Fragegemeinschaft. Und hier kommen wir wieder zurück zum Thema der Bildung, dem Lernen in krisenhaften Situationen. Der Prozess der Bildung wird von Fink über Situationen des Lernens, aus dem sich gemeinschaftlicher Sinn heraus entwickelt, gefasst. Bildung ist hier vor allem die Verständigung über unsere Not, unsere Fragwürdigkeit der Sinnbildung, der Sinnproduktion in gemeinsame Beratung. Beratung ist hier nicht verstanden als professionelle Hilfeleistung eines Experten, sondern als gleichsam existenzielle Auseinandersetzung zwischen gleichermaßen Ratlosen. Einige Stellen von Fink zu dieser Beratungsgemeinschaft als Fundamentalkategorie muss sie zuerst entschieden abgegrenzt werden gegen eine wissensautoritative Beratung, wo Wissende Unwissende belehren, also die sogenannte Autorität der Sachverständigen. Eine gemeinsame Beratung hat zur Voraussetzung eine gemeinsame Notlage, eine Weglosigkeit, die alle Beratenden umschließt. Keiner steht draußen, keiner ist unbetroffen und auch keiner steht über der Situation. Der wichtigste Grundzug des Miteinander sich Beratens ist die Ausgesetzt aller in eine gemeinsame Not und Gefahr. Alle sind wechselseitig voneinander abhängig. Grundsätzlich ist dabei jeder Ratgeber und ein Beratender. Gerade indem man aufeinander hört, miteinander die Lage durchspricht, nach vernünftigen Motiven ausspäht, bildet sich mehr oder weniger deutlich eine Vorstellung von dem heraus, was zu tun sei. Die Beratungsgemeinschaft, dieser Begriff, verweist auf eine erfinderische Vermittlung von Tradition und einer neuen problematischen Situation, wofür die Tradition eben gerade keine Lösung weiß. Also das Ziel oder der Ausblick der Beratungsgemeinschaft ist, in einer neuen Optik Handeln in einer solchen auswegslosen Situation dennoch zu ermöglichen. Beratung kann als Form der Auseinandersetzung mit exemplarischen Situationen der Entscheidung und Handlung im Horizont der Kontingenz gelten. Gerade eben dort, wo wir Erfahrung mit miteinander konfligierenden Deutungshoheiten machen. Beratung, die nun in diesen Aporien gesucht wird, stellt für Fink nicht einfach eine Relation von Wissensvermittlung dar, sondern sie ist zunächst eine Auseinandersetzung über die gemeinsam geteilte Situation des Nichtwissens, der Fragwürdigkeit. Dazu gehören auch Fragen, ob diese Situation tatsächlich neuartig und ohne Vorbild ist, wie sie dies ist, wie sie dies als neuartige Situation ist, wie wir nach Vergleichen suchen, die manchmal hinken. Es ist dies auch eine Reflexion über unser eigenes Vorverständnis, das Typische und Konstante darin, dass uns unseren Blick verstellen und auch trüben mag. Beratung ist nicht einfach Lehr- oder lernbare Technik, die auf ein abschließendes Ergebnis zielt, sondern ist immer ein neuer Ausgangspunkt für ein gemeinsames Handeln. Ausgangspunkt,
der eine Möglichkeit des Handelns entwirft, die vorher nicht vorgegeben war. Auch wenn wir in Erfahrungstraditionen stehen, in bestimmten Erfahrungstraditionen stehen, entstehen allein daraus noch keine Entscheidungen. In einem Sinn, den Aristoteles in der antiken Ethik schon geprägt hat, ist die Entscheidung ein Akt, der sich an eine Überlegung, an eine Beratschlagung anschließt. Daraus, aus dieser Überlegung, aus der Beratschlagung, dann aber frei gefasst werden muss. In dieser überlegten Entscheidung und eben nicht nur in einem sedimentierten Wissen seinen Anfang nennt. Aristoteles nennt dieses Handlungswissen, das sich eben gerade auf seine Entscheidung hin noch einmal vergewissert, wie diese Entscheidung begründet ist. Aristoteles nennt dieses Handlungswissen Phronesis, praktische Klugheit, die sich von vorgegebenen Auffassungen freimachen kann, indem sie diese vorgegebenen Auffassungen auf eine konkrete problematische Situation immer wieder neu auf deren Angemessenheit und Güte bewertet. Beratung erschließt einen Möglichkeitssinn, der darauf zielt, Unmögliches, was von der gegebenen Realität her unmöglich erscheint, zu verwirklichen. Beratung ist, und hier zitiere ich noch einmal Fink, sinnhafte, sinnsetzende Selbstverständigung der menschlichen Freiheit, die mit dieser Selbstverständigung gemeinsame Welt für das Handeln entstehen lässt. Wirklichkeit dieser gemeinsamen Welt, Wirklichkeit verleiht. Fink transponiert Strukturen der Beratungsgemeinschaft auf Erfahrungssituationen, wo sich unsere Grundhaltung zu einer offenen, fragmentierten, krisenhaften Welt ändert. Lernen geschieht im Wandel einer gemeinschaftlichen Sinnverständigung. Und Wandel meint nun nicht einfach den Wechsel von Zielbestimmungen, sondern vor allem eine bestimmte Grundhaltung des Lernens, sich der Wandelbarkeit der Situation auszusetzen. Lernen geschieht hier nicht in der Aneignung des Faktischen oder eben als faktisch Genommenen, sondern in der Aneignung von Möglichen, als Einüben eines freien, schöpferischen Umgangs mit dem in Fragen und Antworten, im Beraten Vermittelten. Das Fragen richtet sich darauf, wie das Tradierte bzw. das in der Tradition Vorgefundene zu weiteren und neuen Ausgangspunkten des Entdeckens und Erforschens gemacht werden kann. Inhalte des Tradierten werden auf ihre impliziten, ideale Prinzipien, Vorannahmen hin untersucht. Was an Wissen vermittelt wird, ist hier weder Leistungs- noch Bildungs- oder Erlösungswissen, sondern Schöpfungswissen, kreatives Wissen, aus dem neue Möglichkeiten des Existierens und Handelns möglich werden und eine kollektive Praxis begründen können. In der pragmatistischen Tradition könnte man dieses Lernen auch Beispielverstehen nennen, die Erfahrung eines Allgemeinen im Besonderen. Dabei greife ich in einem exemplarischen Bewusstsein das bereits geknüpfte Netz eines vorreflexiven Vertrautseins, eines vorreflexiven Sinns auf, in dem meine Praxis situiert ist. Das geschieht in der Form der Beispiele. Diese Beispiele aus der Situation sind reflexive Zugriffe auf Erfahrungsvollzüge, in denen dann eine bestimmte Struktur, ein bestimmter Sinn plastisch vor Augen tritt und in diesem vor Augen treten aber auch wieder gefasst werden muss. Aus dieser besonderen Art der Aufmerksamkeit auf das Exemplarische können dann Formen und Regeln für das gemeinsame Handeln geschaffen oder geschöpft werden, in eins aber immer mit dem Austausch über diese Vorstellung von gemeinsamen Zielen, wie Fink das in der Beratungsgemeinschaft anzielt. Wir teilen uns in Welt und wir teilen uns mit. Und dieses Mitteilen ist nicht allein sprachlich zu verstehen, sondern auch in einem ethisch-moralischen Sinne des Bezeugens. Wir bezeugen darin unser Weltverhältnis in einer Wissens- oder in einer Verstehenskrise. Wir bezeugen, wie wir dieser Krise Gestalt geben, gegenüber und mit anderen Menschen. Diese Zeugenschaft in der Beratungsgemeinschaft, mit anderen zu beraten, darin in diesem gemeinsamen Fragen, Antworten, Beraten, uns
gegenüber zu sein. Diese Zeugenschaft hat weltbildenden Charakter. Was als Welt gebildet wird, sind gerade Sinnhorizonte. Sinnhorizonte für unser Zusammenleben. Wir bringen diesen Sinn nicht nur in einem Entwurf eines groben Rahmens vor, sondern auch in einer Auseinandersetzung damit, in welchen Institutionen dieser Sinn gelebt wird. Dies geschieht un- und vorbewusst ständig. Ich möchte nur noch mal so an den Anfang, an das Zitat von Esposito zurückgreifen. Wir leben immer schon in einer eingerichteten Welt und müssen sie immer wieder neu einrichten. Es geht um Fragen wie Teilung von Arbeit, um die Einrichtung und Legitimierung von Besitzverhältnissen, Macht- und Gewaltenteilung. Wir wählen dabei nicht einfach zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten, sondern vielmehr konkurrieren Sinnentwürfe miteinander. Noch einmal Fink, jede Gruppe erhebt ihren Entwurf zum Lebensrezept und trägt ihn mit letztem Durchsetzungswillen in das Feld der Politik. Das besagt, es handelt sich dabei weniger um offene, philosophierende Fragestellungen, als mehr um massive Antworten, um suggestiv und einprägsam formulierte Kampfparolen. Mit einem Wort, um Ideologien. Gerade wie man sich kritisch mit diesen Ideologien oder diesen Ursprungs- und Gründungserzählungen von solchen Sinnhorizonten, Sinnrahmen auseinandersetzen könnte, damit setzt sich Fink kritisch auseinander. Stellen wir uns die Frage, wie wir unserem gemeinsamen Handeln neu Sinn geben wollen, in einer Auseinandersetzung mit unserer Freiheit in dem Feld, wo etwas sein soll, was noch nicht ist, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass Sinngebung erst einmal unhintergehbar ist. Wir kommen nicht zurück auf eine Tabula rasa. Wir gehen nie aus von einer Tabula rasa, sondern immer schon von einem instituierten Sinn, durch den wir uns aufeinander beziehen. Aus einer bestimmten historischen oder kulturellen Sinnsituation heraus, in der Sinn aber stets wieder neu bekräftigt, bezeugt werden muss. Dieses sich bekräftigen müssen, bezeugen von Sinn, ist gerade oder wäre gerade der Anfangspunkt unserer Freiheit. Die Notwendigkeit der Sinngebung in Situationen zu erfahren, wo Sicherheit hinsichtlich einer technokratischen Planbarkeit Unverfügbarkeit ist. Sich mit dieser Unverfügbarkeit auseinanderzusetzen, ist oder wäre Aufgabe der Bildung in einem gemeinsamen Raum des Handelns und Gestaltens. Hannah Arendt hat diesen Raum einer gemeinsam hervorzubringenden Welt und ihrer Strukturen für das gemeinsame Handeln als den Raum des Öffentlichen bezeichnet. Dieser öffentliche Raum gewinnt seine Handlungsoffenheit, gewinnt seine freiheitliche Dimension durch gemeinsames Engagement, durch eine gemeinsam gewonnene Macht, mit der wir uns auf gemeinsame Aufgaben und Ziele hin entscheiden und uns daran auch binden. Macht, so Arendt, entspringt der menschlichen Fähigkeit, nicht nur zu handeln oder etwas zu tun, sondern sich mit anderen zusammenzuschließen und im Einvernehmen mit ihnen zu handeln. Handeln ist dann am Gelingen der Verständigung orientiert und nicht primär an der Erfüllung eines immer nur partikularen, individuellen Erfolges. Zum Handeln muss jedoch auch das Sprechen treten. Es gibt, so noch einmal Arendt aus ihrem Werk Vita Activa, es gibt keine menschliche Verrichtung, welche des Wortes in dem gleichen Maße bedarf wie das Handeln. Eben ein Sprechen, in dem wir uns mit unseren Geschichten zeigen, oder hier taucht noch einmal diese Zeugenschaft auf, wie ich sie gerade eben versucht habe, ein wenig zu entwickeln. Sprechen, indem wir uns mit unseren Geschichten anderen gegenüber bezeugen. Ich möchte jetzt noch einmal auf Breithaupt und auf seine Auseinandersetzung mit Empathie und Narrativen zurückkommen. Breithaupt fundiert seine Fragen nach Kulturen der Empathie mit einer Untersuchung darüber, wie wir uns gerade narrativ in andere einempfinden, hier aber auch gerade Gefahr laufen, über dunkle Seiten der Empathie, so nennt er das, ein gemeinschaftliches zu verkennen, weil, so Breithaupt, Empathie immer darüber auch funktioniert, Partei zu ergreifen, die eine aus-
und den anderen einzuschließen. Gerade dadurch, dass wir die eine und den anderen in eine Geschichte einbetten, die eben nicht unsere gemeinsame, sondern eben eine von uns aus einer Zuschauerperspektive inszenierte ist. Eben anders als bei Finks Beratungsgemeinschaft, wo gerade keiner außerhalb dieser Situation steht, sondern alle zugleich diese Situation erst einmal als weglos oder als aporetisch erfahren. Breithaupts These der Parteinahme geht davon aus, dass ein Streit oder Konflikt als solcher registriert wird. Dies beinhaltet, dass die unterschiedlichen Tendenzen der Kontrahenten vom Beobachter erkannt werden. Und dabei beziehen wir eine Position, und zwar unter vielfältigen Einflüssen zwischen Rationalität und Rhetorik oder zwischen Bewusstem und Unbewusstem. Der Raum dieser Positionierung für die Entscheidung für die eine oder gegen den anderen ist maßgeblich für Empathie. Empathie würde dann beginnen, so Breithaupt, in der Möglichkeit und gar Notwendigkeit, sich für jemanden zu entscheiden. Damit wäre Empathie eine Konsequenz einer Parteinahme, die wir meist unbewusst immer schon vollzogen haben. Ich fühle mit dem anderen mit, so Breithaupt, weil ich mich für ihn entschieden habe. Parteinahme und Empathie geraten dann schnell in eine Art Feedback-Loop. Die in der Parteinahme empfundene Empathie setzt weitere Emotionen und Affekte frei. Damit wird dann die ursprüngliche Entscheidung wiederum gestärkt und auch legitimiert, allerdings auch aus ganz unterschiedlichen Motiven und mit unterschiedlichen Strategien des Erzählens. Parteinahme ist nicht einfach nur Identifikation, bei der ich davon ausgehe, dass ich mit der anderen, dem anderen ähnlich oder gleich bin. Empathie für jemanden zeigen kann ich genau dann, wenn ich im Plot der Parteinahme erkenne, wie sich bestimmte Tendenzen in der Handlung dieser Kontrahenten, bei denen ich für einen Partei genommen habe, zeigen. Wenn sich so etwas wie eine tragische Wendung, eine Durchkreuzung der Intentionen oder Hoffnungen und Wünsche in diesem Feld der Kontrahenten anbahnt und mich dann erneut dazu auffordert, Partei zu ergreifen. Wir haben hier wieder so ein ganz ästhetisierendes Modell, so auch in dem Sinne einer klassischen Tragödie, wo wir dann, so Breithaupt, in diesen Narrativen der Empathie Charaktere plastisch werden lassen. Auch wenn sie zunächst nur ganz verkürzt gezeichnet und durch wenige Handlungen dargestellt werden oder die Handlungen vereinfacht von uns erzählt werden. Wir dichten alles andere dann hinzu und überlassen das durchaus auch dann unterschiedlichsten Tendenzen, diese Narrative weiter zu instrumentalisieren, weiter auszuschmücken. Narration selektiert Ereignisse im Fluss des Geschehens, sie rahmt und perspektiviert, produziert Varianten von einerseits schlichten Sachverhalten. Narrationen, Erzählungen bewerten dabei, indem sie selektieren und perspektivieren. Narrationen legitimieren auch. Sie verleihen einer Episode und jedem Element einer Erzählung Bedeutsamkeit und Wert. Narrativierungen sind stets auch Legitimierungen von Verhalten. Wer narrativiert, kann sich in unklaren Fällen rechtfertigen. Weil wir das Vermögen zur Narration besitzen, klagen wir uns und andere an, weisen ihnen Schuld zu oder entschuldigen uns. Und weil wir unter Anklage stehen, deshalb narrativieren wir unser Verhalten, um die Frage unserer Schuld zu klären oder zu entschuldigen. Hier müssen wir uns bewusst werden, dass all dies, diese Tendenzen des Narrativen, immer auch ein Risiko bedeuten, uns und andere zu zeigen. Es ist mehr als ein ästhetisches Phänomen, das hier in den Blick genommen wird. Das Risiko, als ein jemand im Miteinander in Erscheinung zu treten, so Hannah Arendt, kann nur auf sich nehmen, wer bereit ist, in diesem Miteinander auch künftig zu existieren und das heißt bereit ist, im Miteinander unter seinesgleichen sich zu bewegen, Aufschluss zu geben darüber,
wer er ist und auf die ursprüngliche Fremdheit dessen, der durch Geburt als Neuankömmling in die Welt gekommen ist, zu verzichten. Wir verpflichten uns mit unseren Geschichten. Wir gehen ein Risiko ein und können uns nicht einfach wieder aus dieser Geschichte herausstellen. Und gerade diese Geschichten, die uns verpflichten, in denen wir uns verpflichtet erfahren, um die geht es jetzt im Abschluss. Im Erzählen teilen wir unsere Erfahrungen mit anderen. Wir setzen unsere Erfahrungen, aber auch Deutungen anderer aus und sie werden fortsetzbar und von uns nicht mehr kontrollierbar. Sie verflechten sich, unsere Geschichten verflechten sich mit den Geschichten und den Deutungen anderer. Aber im Weiterführen dieser Geschichten, im gemeinsamen Weiterführen dieser Geschichten, können wir auch gemeinsame Aufgaben teilen. Welt oder den öffentlichen Raum aus verschiedenen Perspektiven zu gestalten. Solche Erzählungen können Gemeinsamkeit stiften, über die Handeln, unser Handeln seine Ziele bestimmen kann. Mit diesen Geschichten sind wir wieder bei der Frage, inwiefern Empathie durch sie befördert werden kann, wir aber womöglich auch über einen Gemeinsinn Aufmerksamkeit zur Empathie, aber zu einer verantworteten Empathie gewinnen und lernen können. Bloßes Miterleben ist zunächst nur ein eigennütziges Verhalten, lässt sich instrumentalisieren. Wenn wir jedoch gerade wieder auch auf die Möglichkeiten der Distanznahme absehen in der Narration, Narration nicht einfach gleichsetzen mit einer Identifikation, sondern mit allen Möglichkeiten einer reflexiven Auseinandersetzung mit unseren Parteinahmen, Identifikationen, Ordnungsleistungen in unübersichtlichen Situationen. Dann kommen wir vielleicht noch einmal auf die Beratungsgemeinschaft zurück, auf eine Überlegung, wie wir die Geschichten, die sinnbildend werden könnten, entwickeln könnten, aus einer Praxis heraus, in der wir uns gemeinsam fragend und beratend einen Raum bilden. Zu einer Idee von einer narrativen Beratungsgemeinschaft in verschiedenen Stufen oder auch in einer Spirale. Eine Beratungsgemeinschaft in Anschluss an Fink, aber auch an diese Überlegungen zu Empathie und narrativer und Narrativen dieser Empathie könnte darin bestehen, dass wir zunächst konflikthafte Situationen beschreiben, darin ihre Komplexität, ihre Aporie, also ihre Weglosigkeit, ihre Krisenhaftigkeit erfahren. Die Situation darüber erweitern, um diejenigen, die an ihr beteiligt sind, und aber auch erste Entscheidungen suchen. Das wäre diese Fragegemeinschaft, die Fink als diese gemeinsame Situation, in der alle gleichsam ratlos sind und dies auch aushalten müssen, aber diese Ratlosigkeit beschreiben müssen. Ein nächster Punkt wäre eine Imagination der Entwicklungen, möglichen Entwicklungen der Situation. In einer Aufmerksamkeit auf die Beteiligten und immer auch die noch nicht Beteiligten. Ein Ziel wäre, Entscheidungen zu beraten in dieser, ich hatte es vorher mit Aristoteles einmal kurz, praktischen Klugheit, Phronesis genannt, die immer wieder auf das eigene Vorwissen kritisch zurückgeht und es versucht zu kontextualisieren in der Situation. Wir beraten Entscheidungen, statt schon Partei zu beziehen, auch in diesem Sinne der Finkschen Beratungsgemeinschaft. Ein nächster Schritt wäre dann, die Erzählungen zu gestalten, dafür Sprache und Ausdruck zu finden, gemeinsam. Das geht zum Handeln über, wenn wir dann in diesem Gestaltungsprozess der Erzählung erste Entscheidungen fällen und handeln mit Blick auf Vergangenheit, Zukunft und alternative Geschichten entwerfen. Ein nächster Schritt wäre das Bezeugen der Geschichten, zu ihnen stehen, das Erproben mit den anderen und das Urteilen über Bedeutsamkeit angesichts neuer Ungewissheiten, in die wir in dieser Situation auch wieder geraten.
Ein letzter Schritt, die Legitimation, emotional wie auch rational, diese dann Konflikte erzählend weitergestalten und immer wieder beim ersten Schritt zu Beginn das Konflikthafte an der Situation in ihrer Komplexität, in ihrer Weglosigkeit zu beschreiben. Empathie spielt im Erzählen also eine Rolle, aber sie dient nicht als Ersatz einer Morallehre. Ein Vorzug der Empathie mag eine durch sie ermöglichte erweiterte Wahrnehmungsfähigkeit sein. Sie mag der Intensivierung unserer Wahrnehmung dienen, leiblich zu fühlen, was andere bewegt. Dazu müssen wir doch immer auch an der Situation partizipieren, im gemeinsamen Sprechen und Fragen handeln und beraten. Noch einmal zu Roberto Esposito, der die Frage nach der Gemeinschaft stellt. Welches ist die Sache, die die Mitglieder der Gemeinschaft gemein haben? Und ist es wirklich etwas im positiven Sinne, ein Gut, eine Substanz, ein Interesse? Wenn wir auf das Munus, wie wir es am Anfang kennengelernt haben, die Pflicht oder Verpflichtung schauen, so ergibt sich, dass Communitas die Gesamtheit von Personen ist, die nicht durch eine Eigenschaft, ein Eigentum, sondern eben durch eine Pflicht oder durch eine Schuld vereint sind. Nicht durch ein Mehr, sondern durch ein Weniger, durch ein Fehlen, eine Grenze, die sich eine Last darstellt. Oder sogar als defektive Modalität für denjenigen, der davon behaftet ist. Communitas, das Gemeinsame, beginnt dort, wo das eigene aufhört. Und ist das, wo das eigene aufhört, nicht gerade unsere Geschichten, die uns nie alleine gehören? Schulden wir den anderen unsere und auch ihre Geschichten? Schulden wir sie uns und ihnen nicht gerade dann, wenn Geschichten auf ein einziges oder wenige Narrative reduziert werden, wie zum Beispiel in den Narrativen der Immunitas? Gerade dann schulden wir uns einander andere Geschichten. Schulden wir uns nicht einen gemeinsamen Raum für Fragen und Erzählen von Geschichten, an die gemeinsames Handeln anknüpfen kann? Wie werden diese Geschichten aussehen und welche Protagonisten werden sie haben? Wer wird sie wem erzählen und wie? Mit welcher Sprache und Begrifflichkeit? Was wollen wir mit ihnen erreichen? Und was könnte der Raum sein, wo wir über diese Geschichten miteinander zu Rate gehen und sie in eins damit auch erzählen? Das sind Fragen, und ich möchte mit diesen Fragen dann auch gerne in die gemeinsame Diskussion gehen und wirklich mit den Fragen beginnen, ohne dass ich Antworten versprechen kann. Vielen Dank.